kann ich unten gleich Kamera anbauen. Hey Leute! Schwarz. Geht das jetzt? Warte, Moment. Sag mal was? Ja, hey Leute, hört ihr mich? Seht ihr mich gut? Wir hatten gerade plötzlich technische Probleme. Die Kamera ist plötzlich ausgegangen und nicht mehr angegangen. Also die Kamera, wo ihr das seht, was ich bastel. Sorry, dass ihr so lange warten musstet. Das war jetzt gerade etwas nervenaufreibend. Ja, aber danke für alle, die ganz geduldig gewartet haben. Es tut mir leid. Ich wollte eure Zeit nicht verschwenden. Geht's? Jetzt? Ja, ich wollte nur kurz warten. Hallo! Ey, voll krass, wie viele reinschreiben. Mega cool. Ja, ich mache jetzt hier gerade nur. Also, ich bin hier nur kurz. Man sieht mich nicht, man hört mich zwar kurz. Ah, so. Wie geht's euch, Leute? Dankeschön. Gerade noch ein technisches Problem gehabt. Ja, ich grüße am Ende. So, aber hören müsst ihr gut. Musik auch. Ja. Vielleicht ein bisschen leiser die Musik. So, das machen wir jetzt klein. Jetzt gucken wir mal. Oha, 437 Leute. Juhu. Sehr gut. Mega cool, okay. Leute. Kann ich jetzt endlich mal starten? So. Habt ihr euch auch einen leckeren Tee gemacht oder sowas? Oder ein leckeres Getränk? Ich weiß nicht, trinkt ihr gerne Tee? Wenn ja, dann kalt, warm. Manche trinken ja kalten Tee immer, ne? Voll cool. Es sind so viele Leute dabei. Voll cool. Dankeschön. Ich habe die gestern extra noch gemacht. Ich wusste, dass ich heute einen Livestream mache. Ich dachte, ich muss die richtig schön machen diesmal. So ganz bunt. Ich mag das total. Okay, danke, Leute. Oh, scheiße. Ist die Kamera? Nee, das Display ist in Ordnung. Alles gut. Ich habe die ganze Zeit Angst, wenn die Kamera ausgeht, dass die hier auch ausgeht. Ja, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und starten einfach, oder? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich in der Kamera doch noch mal was kurz gucken soll, ob das der Eco-Modus aus ist. Nicht, dass es gleich ausgeht. Dass sie wirklich ausgeht. Das glaube ich zwar nicht, aber... Michelle isst gerade Eis. Oha! Warte, oh mein Gott, Leute, ihr wisst ganz genau, wie das bei mir ist. Ich mache gerade noch mal kurz das Wartebild rein. So. Okay, gerade noch einen Moment. Sonst seht ihr mich hier die ganze Zeit und ich bin doch gar nicht hübsch gemacht. Ich liebe Tee. Ich trinke am liebsten Wasser. Ich trinke auch total gern Wasser. Ich finde, Wasser ist total lecker. So. Sprich weiter. Du kannst reden. Ach so, stimmt. Was? Weißt du noch, warum wir mich nicht auf die Seite gemacht haben? Wegen dem Chat. Ah, ja, dann machen wir das. Das ist mir jetzt gerade auch. Dann machen wir das wieder raus. Ich hab's gerade wieder gelesen. Okay, warte kurz. Ich mach das noch kurz. Ja, ich komme gleich auf die andere Seite. Stimmt, das war ja das. Ja. Ich faste auch. Oh krass, voll viele fasten jetzt. Warte, ne? Mal, sieht man mich hier noch? Warte mal. So ist gut. Ich habe kein Konfetti. Ist nicht schlimm, Leute. Ich habe einfach nur Konfetti hier reingeschrieben, damit man das halt auch verwenden kann, wenn man möchte. So sollte es jetzt passen, oder? So müsste das jetzt passen. Also, Moment, ich bastle dann hier extra. Moment, soll ich mal ein bisschen rüberrutschen dann? Ach, das passt doch jetzt. Oder kann ich einfach so? Na, das sieht aber blöd aus. Warum? Man sieht dich doch. Hä? Man sieht dich doch. Ja, so ist gut. Leute, okay, kommt, wir basteln jetzt einfach. Wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe jetzt einfach mal so ein paar Umschläge. Wir werden die einfach richtig schön bemalen mit verschiedenen Farben und... Hä? Viel Spaß. Dankeschön. Ich hoffe, es geht nicht aus. Aber dann kommst du angerannt. Ja, dann musst du halt rufen. Du hast doch dein Handy auch da. Du kannst mir ja schreiben, falls irgendwas ist. Ne? Da ist fast Akku leer. Aber ich... Nee, warte mal. Ich kann dich anrufen. Ja. Ach, ja. Oh, krass, wie viele Fasten. Mega krass. Ich finde Fasten total schwer. Ich esse einfach übelst gern. Aber ja, ich glaube, wenn man das erstmal ein paar Tage gemacht hat, geht das.
So, also, ich dachte, wir bemalen einfach ein paar Umschläge. Ich habe jetzt einfach hier so ein paar normale. Dann habe ich hier noch diese Kraftumschläge rausgeholt. Ich finde die fast schon am coolsten. Ich mag einfach dieses Kraftpapier. Alle, die meine ganzen Health Journal Videos angeschaut haben, die wissen das, dass ich dieses Papier liebe. Dann habe ich hier so ganz mintfarbenen, oh, da ist ja sogar eine Briefmarke drauf. Das war nicht mit Absicht, egal. Und dann habe ich hier noch so ein. Genau. jetzt will ich Tee. Oh, das kenne ich gut. Ich will jetzt Eis, weil vorhin jemand geschrieben hat, dass sie Eis ist. Foxy, ist es nicht schlimm, wenn man nur weiße Umschläge hat? Nee, es ist überhaupt nicht schlimm, Leute. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach direkt auch mit einem weißen Umschlag an, oder? Habt ihr Washi-Tape? Das ist eigentlich egal, was für ein Washi-Tape. Ihr könnt eigentlich auch Klebeband nehmen, aber Washi-Tape ist manchmal besser. Das ist nur zum Abkleben. Ihr müsst nicht unbedingt abkleben, aber es ist schon gut, wenn man es abklebt. Und zwar klebt man einfach so zwei Streifen drauf. Ich habe jetzt zwar nicht gesagt, dass ihr Washi-Tape braucht, aber ich glaube, jeder von euch hat mindestens eine Rolle Washi-Tape irgendwo rumliegen. Und wir basteln ja relativ langsam, deswegen ist das ja auch nicht so schlimm, wenn ihr es noch holen müsst. Ich hoffe, das Papier zerreißt nicht, wenn man die Dinger dann abmacht. So, dann klebt man da so zwei Streifen in die Mitte, ungefähr so. Und ich nehme da jetzt einfach so Wasserfarben bzw. Aquarellfarben und male drauf los. Wegen Grüßen, Leute, ich grüße am Ende immer. Also die Leute, die mich aus meinen, wie heißt's? Gaming-Livestreams kennen, die wissen das. Ich grüße immer am Ende, weil ich möchte nicht, dass der Chat voll ist mit kannst du mich grüßen, weil sonst ist der Chat langweilig für die anderen und auch für mich irgendwie, weil das ist ja nichts Neues, das ist ja immer der gleiche Satz. Ihr müsst nicht genau das gleiche nachmachen wie ich. Ihr könnt ja euch vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen, aber ihr müsst nicht unbedingt dasselbe machen. Ja, ich fange jetzt einfach mal an mit Wasserfarben, weil die eben noch ein bisschen trocknen müssen und ich fange jetzt einfach mit den Sachen an, die dann so Trocknungszeit benötigen. Dafür nehme ich ganz viele so Grüntöne jetzt erstmal. Und oh, Mist. Stimmt. Ich muss hier hin. Okay. So, das muss ich mir merken. Ich muss hier basteln. So, ich habe ja einfach so Streifen draufgeklebt, ihr wisst. Und jetzt male ich da einfach mit der Wasserfarbe ganz leicht. So ganz. Ja. Du musst den Umschlag in die Mitte legen, man sieht doch gar nicht. Ich hab's doch schon längst getan. Ach so, ah, dann hängt das hier noch so. Aber das seit fünf Minuten schreiben die im Chat die ganze Zeit, mach den Umschlag in die Mitte. Nix. Oh, es tut mir leid, Leute, es tut mir leid. Aber ich habe ja noch nichts Krasses gemacht. Ich habe ja jetzt nur gebabbelt. So, und jetzt kann man da so ein paar Blätter drauf malen. So unterschiedliche, ganz freie Hand einfach. Die müssen auch nicht perfekt sein. So, ich habe unterschiedliche Pinselgrößen. Alles parat. Ich habe die übrigens mal bei Lidl gekauft und ich finde die eigentlich richtig cool. Die waren auch nicht teuer oder so und ich kaufe mir jedes Mal, wenn irgendwas bei Lidl oder Aldi ist oder egal wo, kaufe ich mir immer irgendwas. Ich weiß auch nicht, ich bin da irgendwie voll der Freak, was das angeht. Ich muss da auch immer gucken, direkt. So, jetzt könnt ihr aber alles sehen, oder? Danke, Banane, ja. Banane ist unser Lebensretter. Ich wüsste gar nicht, was ich ohne Banane machen würde, Leute. Ich glaube, wenn ich Banane nicht hätte, dann würden wir gar keine Livestreams machen können, weil ich das gar nicht hinbekommen würde. Naja, vielleicht irgendwie hätte ich es dann auch irgendwann hinbekommen, aber es wäre auf jeden Fall viel schwieriger und würde bestimmt auch nicht so gut aussehen, wie wenn es Banane macht. Übrigens, Banane ist mein Freund. Ich denke, viele von euch wissen das nicht, weil weil die meisten, glaube ich, meine Gaming-Streams nicht gucken. Aber es war halt einfach mal so ein Insider, dass plötzlich alle Banane genannt haben. Also
dass mein Freund plötzlich alle Banane genannt haben, weil ich ihn kurz Banane genannt habe. Aber ich nenne irgendwie jeden Banane. das ist so ein Schimpfwort von mir. Also kein richtiges Schimpfwort, aber halt so ein liebgemeintes Schimpfwort, ihr wisst schon. Ohne Banane wäre die Technik, naja, genau. So. Ich kann dir ein Eis schicken. Ja, mach das mal. Ich glaube, wir haben sogar noch Eis in der Eistruhe. Ich glaube, ich weiß ganz genau, was ich nach dem Livestream machen werde. Eis essen. Wir machten eigentlich alles mit. Hugo geht's gut, dem geht's sehr gut. Der hat da seinen Garten und geht immer in den Garten und chillt sein Leben einfach. Der liebt den Garten. Ist halt auch mega cool, wirklich, wenn man einen Hund hat und auch die Möglichkeit hat, eben einen Garten zu haben. Das ist einfach das Allerbeste. Darf ich dir ein Topmodel-Bild auf Insta schicken? Kannst du auf jeden Fall machen. Ich bin mir nicht sicher, wann ich genau das angucke oder ob ich dir direkt zurückschreiben kann, aber ich schaue eigentlich meistens alle Nachrichten an. Die meisten zumindest. Aber ich schaffe das auch nicht immer, weil ich möchte einfach nicht zu viel Zeit auf Instagram verbringen. Und deswegen schaue ich da nicht immer rein, aber immer öfters. Verlinken ist immer am besten, da gucke ich immer viel öfter rein. Also, ja. Aber wenn du es halt nicht auf deine Seite posten willst, dann kannst du es mir auf jeden Fall auch schicken, ja. Genau. Ich habe übrigens auch noch ein Video vorbereitet für nächste Woche. Es werden Muttertags-DIYs. Sorry für diejenigen, die das immer so als Überraschung haben wollten. Aber ja, ich finde es nicht schlimm, wenn ich sage, dass es Muttertags-Geschenks-DIYs werden. Muttertags-Geschenke-DIYs werden. Ihr wisst ja nicht, welche. Und auf jeden Fall werden es richtig coole Sachen. Es werden so Room-Decor-DIYs, die ihr auch für euer Zimmer nehmen könnt, wenn ihr wollt, aber eben halt auch eurer Mama schenken könnt, die halt auch mega cool aussehen, die eure Mama wahrscheinlich auch mega schön finden wird. Und außerdem muss es natürlich nicht unbedingt für die Mama sein, es kann auch für den Papa sein oder für sonst wen, also ihr wisst schon. Weil ich weiß, dass manche halt eben keine Mama haben oder vielleicht auch kein so gutes Verhältnis haben, dass sie ihre Mama schenken wollen, das gibt's ja auch. Mach mir gerade einen Tee. Cool. Wann kommt das Video online? Nächste Woche irgendwann. Also ich hoffe, ich schaffe es vor Sonntag und am Sonntag schaffe ich dann noch ein Video vorzubereiten. Aber wenn ich es nicht schaffe, für Sonntag ein Video vorzubereiten, dann kommt es am Sonntag. So. Ich versuche immer, dass am Sonntag hier ein bisschen Aktivität stattfindet. Es fällt mir ehrlich gesagt richtig schwer, halt immer so regelmäßig was zu posten. Aber es ist halt einfach besser für den Algorithmus, glaube ich, wenn man halt einfach
regelmäßig da ist. Und ich glaube, manche von euch haben auch gemerkt, dass eben immer sonntags, also wenn was kommt, dass immer sonntags was kommt. Ich weiß nicht, wer von euch hat es schon gemerkt? So, ich habe jetzt einfach ganz, ganz viele so grüne Sachen aufgemalt. Es muss auch gar nicht perfekt sein, Leute. Einfach malen. Ich finde, malen sollte allgemein immer so ein bisschen Spaß machen. Also so ein bisschen arg Spaß machen. Alles andere ist so voll unnötig. Ja, und einfach keinen Druck, weil ich finde, beim Malen gibt es einfach nichts. Kein richtig und kein falsch. Klar, wenn man irgendwas so richtig realistisch malen möchte, dann gibt es auf jeden Fall ein richtig und ein falsch. Aber so bei Kunst, da gibt es das nicht. Und das finde ich halt auch mega cool, weil ich finde, wir haben schon viel zu viele Regeln auf der Welt. Und da ist es einfach mal ganz cool, einfach so eine regelfreie Zone zu haben, wie das Malen oder Basteln. Sonntag ist Muttertag. Echt jetzt? Okay, dann muss es auf jeden Fall früher kommen. Moment, das ist doch am 10. Heute ist der 3. Oh, das ist, oh, stimmt, Leute. Ihr seht, ich habe einfach keinen Plan. Dann muss das Video auf jeden Fall früher kommen. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ihr schon zu Hause habt. Also ihr müsst dafür nicht großartig einkaufen gehen, weil bei vielen sind ja die Geschäfte auch gar nicht offen. Manche sind auch immer noch in Quarantäne. Ich glaube, die meisten. Was machst du in deiner Freizeit am liebsten? Also ich male. Aber ja, malen, basteln natürlich. Das wisst ihr ja von mir. Und dann mache ich auch gern was mit Freunden normalerweise. Ich spiele Sims. Momentan spiele ich auch total gerne Animal Crossing. Das macht mir auch total richtig viel Spaß. Und Banane und ich, wir gärtnern auch ein bisschen in unserem Garten. Aber ja, das macht auch mehr Banane als ich. Ich erfreue mich dann nur am fertigen Garten. So, wir lassen das jetzt erstmal so ein bisschen trocknen. Und machen dann erstmal an der anderen Karte weiter. Ich mache die jetzt einfach mal so auf die Seite. Und ja, ich mache jetzt einfach mal mit so einer Kraftkarte weiter, würde ich mal so sagen. Hast du noch Kontakt zu Mavi? Ja, tatsächlich habe ich das. Auf jeden Fall. So, diesmal nehme ich mal ein bisschen Acrylfarbe. Warte mal, was ist das? Das ist Aquarellfarbe. Mist, habe ich jetzt die falschen Farben genommen? Doch, Acrylfarbe. Perfekt. Wie heißt du auf Twitch? Foxy, Draws und dann so ein Unterstrich. Müsstest du mich eigentlich finden? Das nervt mich so. Meine Haare gehen hier die ganze Zeit so raus. Ich hätte mir so eine Spange reinmachen sollen. Habe ich hier eine? Nee, habe ich nicht. Egal. Kannst du Hugo holen? Nee, Leute, dann müsste ich ja aufstehen und müsste ja voll lang warten. Das wäre voll langweilig. So. Könnt ihr es gut sehen? Nicht so wie vorhin. Ich habe genau die gleichen Farben. Ja, ich habe es gemerkt. Das Video mit dem Lidl-Malkoffer ist einfach so durch die Decke gegangen. Das habe ich überhaupt nicht erwartet. Ich glaube, ganz viele haben den einfach und fanden das cool, da ein Video drüber zu sehen. Ich habe an Muttertag Geburtstag. Cool. Das ist cool. So, da machen wir auch sowas Florales. Ich hatte irgendwie total Lust, so ein bisschen was Blumiges zu machen diesmal. Und da gehe ich einfach auch direkt drauf mit meiner Farbe.
Und es wird alles noch am Ende ein bisschen schöner. Ich habe vorgestern in Animal Crossing meine ganze Insel umgebaut. Und Alterle, das nimmt so viel Zeit weg. Aber ich bin halt auch so, wenn ich mal sowas anfange, dann bin ich so richtig unstoppable. Und muss die ganze Zeit weitermachen, Leute. Ich bin da so richtig, so ein richtiger Freak. Ich glaube, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht bei Animal Crossing. Dass man halt einfach ganz viele Sachen sich zusammensuchen kann. Und keine Ahnung, man bekommt halt einfach nicht alles gleich auf einmal, sondern man kann sich die Sachen so zusammensuchen und man hat dann vorher schon so eine Vorstellung, was man mit der Insel machen möchte. Und ja, kann es halt erst nach und nach machen, weil man halt die Sachen nicht gleich von Anfang an hat. Und manchmal ist man dann überrascht, dass man irgendwas neu bekommen hat. Also was man halt überhaupt nicht gedacht hat, dass es da überhaupt gibt. Genau. Und was ich halt auch cool finde, ist, dass man so Freunde treffen kann dort und so. Ich habe zwar keine Freunde, die Animal Crossing spielen, aber ich habe ja euch. Ich besuche übrigens beim nächsten Mal auch wieder ein paar von euch auf der Insel. Finde ich eh mega cool, auch mal eure Inseln zu sehen. Ich denke mal, viele von euch sind genau solche Freaks wie ich und bauen die ganze Zeit an der Insel rum. So. Ich werde jetzt einfach mal so ein paar Flecken in weiß und in rosa. Das mische ich einfach ein bisschen mit weißer Acrylfarbe und mit roter Acrylfarbe. So, jetzt. Die ist noch zu. In die Farben vom Lidl-Koffer, ja genau. viele fragen jetzt nach meiner Postnummer. Ja, ich weiß, dass die stimmt, die ist falsch, die auch unter manchen Videos noch steht. Das muss ich noch bearbeiten. Ich hatte zwischendurch, ich glaube, 3 verschiedene Postadressen. Deswegen habe ich seitdem das auch nicht mehr bearbeitet und auch nicht mehr veröffentlicht, weil das war einfach schon mehrmals so, dass ich nicht rechtzeitig abgeholt habe. Und die machen das halt einfach so richtig arg. Die löschen dich dann einfach komplett. Und ja, ohne irgendwie eine Vorwarnung, ohne irgendeine Mahnung oder irgendwas, ne? Wenn man das ein bisschen zu spät abholt und dadurch, dass ich halt viel Fanpost bekommen habe, war mein Postfach halt immer relativ schnell voll und das wird dir dann halt einfach gekündigt und deine Post kommt halt einfach entweder gar nicht erst an oder die wird zurückgeschickt oder ja, keine Ahnung, ist halt einfach richtig blöd. Und man erreicht da auch niemanden wirklich, weil die bei der Post arbeiten, die haben mit dem Postfach einfach nichts zu tun. Deswegen kann man mit denen da überhaupt nicht drüber reden. Und ach, das ist einfach total nervig. Und allgemein halt einfach, ich habe halt niemanden, mit dem ich das zusammen machen kann, mit dem Fanpost öffnen. Und manchmal wird es ein bisschen zu viel. Und ich habe dann immer voll das schlechte Gewissen, wenn ich die dann doch nicht bearbeiten kann oder sowas. Deswegen habe ich das in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen vernachlässigt, aber ich werde es auf jeden Fall dann noch irgendwann machen. Ich würde mir allgemein so voll gern wünschen, so für meinen Kanal und für alles, noch jemanden zu haben. Also ich habe ja Banane, ja, aber Banane ist jetzt nicht so kreativ. Der ist zwar schon kreativ, aber jetzt nicht so auf der gleichen Ebene wie ich. Und ich würde mir halt einfach so voll gerne jemand wünschen, mit dem ich das zusammen machen kann. Aber es muss halt voll passen und es ist halt echt nicht leicht, so jemanden zu finden. Vor allem in der Corona-Zeit kann man das halt echt vergessen. Aber ich würde es halt mega cool finden, mit jemandem zusammen immer zu basteln und einfach die Videos zu machen und so. Ja, also das würde ich richtig feiern. Da
beneide ich Victoria und Serena voll, dass die das halt so von Anfang an so zusammen machen konnten, dass die halt so voll das Dreamteam sind von Anfang an. Das ist richtig cool. Wie heißt du auf Insta? Mein Insta-Name ist voll schwierig. Das ist einfach nur Unterstrich Foxy Unterstrich Draws Unterstrich. Ich hätte halt am liebsten einfach nur Foxy Draws gehabt, aber das gab es schon gar nicht mehr oder ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall ging es nicht. Deswegen heiße ich Foxy Unterstrich Unterstrich, nee, halt. Unterstrich Foxy Unterstrich Draws Unterstrich. Also ich finde, dass die Farben von dem Malkoffer, aber das habe ich ja schon in der Review gesagt, sind nicht so sehr gut deckend. Aber das ist jetzt für unser Projekt auch nicht so schlimm, aber ja, das wollte ich einfach nochmal anmerken. So, das lassen wir jetzt trocknen. Oder nee, ich glaube, ich mache noch so ein paar Blätter. Schaut doch in die Beschreibung. Leute, sorry, meine Beschreibung von dem Video stimmt, glaube ich, nicht so ganz. Das ist noch die ganz alte von 1900 vor dem Krieg. Das mit Mavi habe ich schon beantwortet. Ich habe sogar erst gestern, glaube ich, mit ihrer Mama kurz was geschrieben. Ja. So, was ist das? Das ist Ölfarbe, das brauchen wir nicht. Hier haben wir auch nochmal Aquarellfarbe. Mist. Habe ich grüne Acrylfarbe hier? Mist. Egal, ich kann auch mit den Farben hier malen. Das geht auch. Meine heißgeliebten Karin-Marker. Seht ihr was? Sehr gut. Auf Animal Crossing heiße ich auch Foxy Draws. Ich glaube, die Musik ist gerade ausgegangen, kann das sein? Einen Moment. So, jetzt. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich liebe alle Pastellfarben, also eigentlich alle meine Nagellackfarben. Aber ich glaube, das ist so ziemlich meine Lieblingsfarbe. Danach kommt die hier. Und außerdem mag ich auch gerne weiß. Und ich muss sagen, schwarz gefällt mir auch sehr, sehr gut. Es passt zwar jetzt nicht so ganz in dieses ganze Pastellige, aber ich finde, schwarz ist halt einfach so zeitlos und klassisch. Gefällt mir auch sehr gut. Aber es kommt halt immer drauf an, bei was. Was ist denn eure Lieblingsfarbe, Leute? Ich mache jetzt einfach irgendwie so kleine, ja, so Blätter hin. So. Das lassen wir jetzt auch erstmal noch trocknen. Jetzt haben wir schon zwei Karten, die wir trocknen lassen. Wie lange sind wir eigentlich schon live? Wann sind wir live gekommen? Oh, noch eine, also erst eine halbe Stunde, alles klar. Neon-Koralle. Okay, cool. Ich mag auch Koralle.
Pastelllila, bunt, türkis, violett, lila, gelb, hellblau, mint. Mint. Rot, weiß, mint. Cool. Wie alt bist du? Das ist die Frage, die immer gestellt wird. Mittlerweile müsste doch jeder wissen, wie alt ich bin. So. Dass da jetzt eine Briefmarke ist, habe ich nicht eingeplant. Aber ist eigentlich auch nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. So, ich nehme jetzt einfach den nächsten Aufschlag. Leute, wir sind hier richtig gut dabei. Wie lange bist du noch live? Also ich habe geplant, eine Stunde live zu sein. Ja. Peach. Aber wenn wir halt noch nicht fertig sind, dann bleibe ich auch ein bisschen länger. Ich mag Peach auch total gerne. Grau, rot, weiß, mint. Olivgrün. Okay, also viele schreiben jetzt mein Alter in die Kommentare. Sehr gut, muss ich das selber nicht beantworten. In die Kommentare. Mist, das sind ja gar keine Kommentare, das ist der Chat. Oh mein Gott, ich bin so ein blutiger Anfänger, aber das stimmt eigentlich auch nicht. Ich mache schon seit echt einer langen Zeit Livestreams mittlerweile. So. Was machen wir als nächstes? Also ich habe den Livestream jetzt nicht komplett durchgeplant, weil ich dachte, wir machen das so ein bisschen spontan. Auf was wir Lust haben so ein bisschen oder auf was ich Lust habe. Ich habe nur so ein paar Ideen mir aufgeschrieben, was ich machen werde. Aber ja. Komplimente Glas zum Muttertag. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Idee. Foxy ist 18, genau. Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie die Karin-Marker auf diesem Papier malen. Soll ich da vielleicht dann doch den weißen nehmen? Ich nehme einfach wieder einen weißen, weil die meisten von euch haben eh einen weißen Umschlag. Ich nehme mal die Karin-Marker. Und dann habe ich gedacht, malen wir einfach diese Blumen so ein bisschen auf den Umschlag. Ich mache das einfach so mit so kleinen Mini-Tröpfchen. Ich male keine Blume so richtig aus, sondern mache da so kleine Tropfen. Ich grüße am Ende, Leute. Spielst du Animal Crossing Pocket Camp? Nee, ich spiele das auf der Switch. Aber ich habe gehört, dass es auch nicht schlecht sein soll, das fürs Handy. Ich habe mir gestern mal wieder ein Erweiterungspack gekauft für Sims. Ich freue mich so drauf, damit zu spielen jetzt. Und zwar, wie heißt das? Island Living? Oder, oh Gott, wie hieß das nochmal? Auf jeden Fall dieses tropische Pack. Mit der Insel Sulani und ich war einfach so begeistert. Ich habe es auch gestern in der Story gepostet, für alle, die es mitbekommen haben. Ja, mega cool. Ich finde, das ist einfach voll das schöne Pack. Kann es eigentlich sein, dass ich die ganze Zeit hier Werbung mache? Einfach umsonst kostenlose Werbung für Sims und Animal Crossing. Habt ihr eigentlich wieder Schule? Das würde mich total interessieren. Wo hast du den Nagellack her? Den habe ich bei Amazon bestellt. Das ist aber kein normaler Nagellack. Es ist, sondern es ist so ein Gel-Nagellack, den man mit einer UV-Lampe
aufträgt. Also man trägt ihn auf und muss ihn mit der UV-Lampe trocknen. Und dann habe ich mir noch so einen Mattcoat gekauft, damit die Nägel matt sind. Ich mag das total gerne. Ich mag zwar auch glänzende, aber ich glaube, matte sind, also finde ich noch ein bisschen cooler. Nein, nein, erst in einem Monat. Oha. Nee, sind immer noch zu Hause. Ich nicht. Oh, krass, so viele von euch sind noch zu Hause. Eigentlich hat ganz überhaupt jemand noch Schule? Ja, am 7.5. fängt die Schule wieder an. Oh. Meinst du Inselleben? Ja, ich glaube, ich meine Inselleben. Ab morgen. Ich habe keine Schule. Können wir uns mal mit Dodo Code und Animal Crossing treffen? Können wir mal machen. schreibt mich da am besten auf Instagram an. Ich mache das zwar dann nicht immer direkt so, aber so nach und nach werde ich immer mal wieder jemand besuchen. Vor allem, wenn ich auf Twitch live bin oder so, dann besuche ich auf jeden Fall immer jemand. Ich male hier einfach so an die Seite so ein paar Blumen. Und dann die 12. Klassen haben in Niedersachsen schon Schule. Oh krass, okay. Kannst du mal ein Video mit Mavi machen, lese ich gerade. Kann ich auf jeden Fall mal wieder machen, wenn die Quarantäne vorbei ist. Oder eigentlich müssen wir mal eins machen. Vielleicht trotz Quarantäne. Irgendwas Cooles muss man sich überlegen vielleicht. Vielleicht habt ihr ja ein paar coole Ideen. Dann könnt ihr mal reinschreiben. Und dann kann ich sie mal fragen. Hier oben in meinem Bastelzimmer ist mittlerweile schon so warm, obwohl gar nicht so krass warm draußen ist. Ja, es ist halt einfach richtig krass. Ich merke schon, wie mir hier warm wird. Vor allem eben so ein bisschen wegen der Aufregung. Und natürlich auch, weil es hier oben richtig warm ist. Ich habe das Gefühl, mein Kopf platzt gleich. Meine Schwester hat morgen Schule, aber ich nicht. Krass. Krass, Leute, das ist schon krass, oder? Die ganze Situation. Mach diese Blumen in den nächsten Bullet Journal-Eintrag. Ja, könnte ich eventuell machen, wenn mir nichts Besseres einfällt. Könnte ich das machen. Sieht eigentlich ganz süß aus, oder? So, und dann nehme ich einen etwas dunkleren Stift. Ich denke mal, ich nehme so dunkelbraun. Finde ich irgendwie. Ja, genau. Mach da in die Mitte einfach so Punkte rein. Ich finde, für solche Sachen sind die Karin-Marker einfach perfekt, weil da einfach so viel Farbe rauskommt und man kann halt auch richtig cool Handlettering machen und so.
Wann machst du einen Sims-Livestream? Bald wieder. Nächste Woche auf jeden Fall wieder mit meinen neuen Erweiterungspacks. Oh mein Gott, ich freue mich so. So, wo kommen hier noch ein paar kleine süße Blätter hin? Machst du noch Karten für die Umschläge? Nee, heute nicht. bekommt man eine Autogrammkarte, wenn man dir Fanpost schickt? Im Moment nicht. Im Moment kann man mir keine Fanpost schicken. Ja, und ich kann es auch nicht garantieren, dass man immer eine bekommt, aber ihr kriegt auf jeden Fall eine bei einer Bestellung im Shop. Da kommt immer einfach automatisch eine mit dazu, deswegen kann man dann auf jeden Fall immer eine bekommen. Aber nur bei den ja, bei den Outfit-Bingos, also bei den Schreibwaren-Sachen, nicht bei den Klamotten-Sachen, weil das einfach rein vom Organisatorischen nicht geht. Weil das Lager, wo die Klamotten sind, das ist nicht hier, sondern woanders. Und das Lager, wo die ganzen Schulsachen drin sind, das ist hier. Und die meisten davon verpacke ich sogar selber. Deswegen, ja, das sind Konfettis drin. Und Konfettis, da ist Konfetti drin. Die Mehrzahl von Konfetti ist Konfetti. Ja, und halt eben eine Autogrammkarte, eine handsignierte. Ich finde es so voll chillig, mit euch einfach zu malen. Ich bin mal gespannt, wie viele von euch mitmalen werden. Ich gucke später auf jeden Fall mal in meine, ja, auf Instagram mal vorbei, ob ihr mich verlinkt habt oder ob ihr mir was geschickt habt oder so, ob ihr vielleicht das Gleiche nachgemalt habt und nachgebastelt habt wie ich oder vielleicht was ganz anderes. Ich habe mir heute Sims 4 Jahreszeiten gekauft. Cool! Das habe ich mir letztens geholt. Das wollte ich ja auch unbedingt haben. Und das habe ich jetzt auch. Und es ist voll cool, dass meine Sims jetzt auch Jahreszeiten haben. Und ja, mega cool. So. Habe ich jetzt. Oh nein, mein schwarzer Karin-Marker hat sich irgendwo wieder versteckt. Wenn ich den immer für voll viele Sachen benutze, versteckt er sich immer irgendwo. Aber ich habe auch noch den Tombow. Soll ich mit dem das jetzt einfach draufschreiben? Auf jeden Fall möchte ich jetzt da noch so mit Handlettering einfach Mama draufschreiben. Ich hoffe, ich kriege das hin. Ich glaube, ich zeichne das erstmal vor, Leute. Ich will es nicht ruinieren. Hier mit einem Bleistift erstmal. Das kann ich euch auf jeden Fall raten. Immer erst vorzeichnen. Ja, seht ihr, das ist schon zu groß. Es ist schon zu groß. Oh no, habe ich hier kein Radiergummi mit? Nein, ich habe kein Radiergummi. Oder? Habe ich hier einen? Natürlich nicht. Moment, ich hole mal kurz einen. Moment. So, da bin ich wieder. Wieder richtig gut vorbereitet. Würdet ihr es eigentlich cool finden, wenn ich wirklich, wenn ich Livestreams mache,
so einfache DIYs mache oder so, wo ihr wirklich komplett alles mitmalen oder mit DIYen könnt? Oder findet ihr das cool, dass man das so ein bisschen Freestyle macht, dass jeder trotzdem auch das machen kann, was er möchte und dass ich halt nicht alles so Schritt für Schritt erkläre? Also mir gefällt das so persönlich am besten, aber wenn ihr das cooler findet und einfacher für euch, dass man wirklich auch so vorher schon ein DIY plant und das genauso macht, dann kann ich das auf jeden Fall auch mal machen. Gehst du noch auf Twitch heute live? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir wollen noch bei dem Wetter vielleicht noch mit dem Hund rausgehen, eventuell, wenn es noch klappt. Das würde ich cool finden, wenn wir noch ein bisschen schön spazieren gehen. Moment, ich muss mal das so ein bisschen wieder auf die Seite machen, man sieht mir da nichts. Oh Mann, Leute. Ist das ein Struggle? Aber wenn ich so auf die Seite gehe, dann sieht ihr mich nicht. Oh, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Vorher sagen, was wir machen. Okay. Oh Gott. Die Emojis sind mega süß. Ja, finde ich auch. Vor allem mag ich den da am liebsten. Das, wenn du es erklärst, wäre cool. Okay, Leute, dann werde ich das auf jeden Fall beim nächsten Mal mal planen. Und wirklich ein richtig geplantes DIY machen, wo ich das vielleicht auch vorher erstmal vormache, damit ich euch auch mal vorher schon das fertige Ergebnis zeigen kann. Das wäre vielleicht auch voll was für Anfänger, also auch für richtige Malanfänger oder, keine Ahnung, Bastelanfänger, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wo habe ich jetzt eigentlich in Farbe gelangt? Ich habe alles voll gemacht mit Farbe. Oh Mann, das passiert mir jedes Mal. Eigentlich, wenn ihr mich mal treffen würdet, ich glaube, es besteht einfach jedes Mal eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo Farbe habe. Also irgendwo Farbe an meinem Körper oder in meinem Gesicht am besten noch. Wie viel hat der Stift gekostet? Der Tombow hat, glaube ich, 3 Euro gekostet oder so. So, jetzt habe ich da einfach Mama hingeschrieben und drunter kann man jetzt irgendwie eine schöne Nachricht hinschreiben und da irgendwie was Kleines reinmachen oder eine Karte reinmachen. Ich finde, in Briefumschläge kann man auch echt gut so kleine Geschenke einpacken und sowas. Also die Karte wäre jetzt eigentlich so schon fertig. Ich finde die mega schön, so wie sie ist. Ich finde sie schlicht, aber irgendwie trotzdem auch besonders. Wir machen jetzt einfach mal mit der nächsten Karte weiter. Ich denke mal, die hier sollte trocken sein. Schon. Die mache ich mal auf die Seite. Ah, meinst du die Karin-Marker? Die Karin-Marker kosten... Das weiß ich nicht mehr, da muss ich nochmal nachschauen. Aber du kannst gerne mal in einem von meinen Healthy Monday Videos von damals mal reinschauen. Da habe ich immer die Packung verlinkt und auch den Shop und so. Da kannst du mal echt mal drauf gucken. Machst du YouTube als Hobby oder Beruf? Ja, das ist teilweise mein Beruf. Du bist doch meine Nachbarin. Bin ich das? Keine Ahnung.
So. Das wäre ja lustig. So. Ich schnapp mir jetzt einfach mal so ein Gelstift, was habe ich da? So ein Feinliner. Soll ich das mit einem Feinliner machen oder soll ich das vielleicht mit... Oh, ich glaube, ich mache das jetzt nicht mit Feinliner oder doch. Doch, ich mache es mit Feinliner. und male da einfach auch nochmal mit so Line Art so alles so ein bisschen nach. Aber es muss alles nicht so perfekt sein, sondern halt eben nur so ein bisschen. Bei uns trübt es sich schon ein bisschen. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass nicht mehr so gutes Wetter ist gleich. Ich grüße am Ende, Leute. Ja. Bleibt der Stream online? Ich denke schon. Ich bin mir nur nicht sicher. Aber ich denke eigentlich schon, ja. Kannst du mal Schuhe malen? Schuhe malen ist für mich einfach der Horror, Leute. Ich hasse es, Schuhe zu malen, weil ich glaube, ich kann es auch nicht so gut. Beziehungsweise, wenn ich mich anstrenge, dann kann ich das schon. Das dauert aber immer Ewigkeiten, bis ich dann mal einen richtig guten Schuh gemalt habe. Ich finde, Schuhe malen ist sehr, sehr anstrengend und schwer. Deswegen habe ich auch das Outfit-Bingo erfunden, weil man da nicht unbedingt Schuhe malen muss, wenn man nicht möchte. Da kann man sich einfach auf die Klamotten konzentrieren oder aufs Gesicht oder aufs Make-up oder so. Und ja, muss sich halt eben nicht mit Schuhen rumplagen. Ich bin auch ehrlich gesagt gar nicht so ein krasser Schuhmensch. Ich hatte zwar so, keine Ahnung, in dem Alter von... Ja, ich würde sagen so 18 bis 20 oder so, hatte ich schon so ein bisschen so eine Schuhkollektion, mehr oder weniger. Da war ich schon mehr so auf Schuhe aus. Aber irgendwann war das irgendwie gar nicht mehr so und ich habe echt voll wenig Schuhe. Ich brauche auch gar nicht so viele. Ich brauche einfach nur so, keine Ahnung, dass halt zu jedem Outfit auf jeden Fall ein paar Schuhe da ist, was so ein bisschen passt. Also es muss nicht perfekt matchy-matchy sein oder so, aber es muss halt so ein bisschen passen. Ihr wisst schon, halt, keine Ahnung, mal so dunkle Sneaker, helle Sneaker, dann ja, so Sandalen oder sowas oder, keine Ahnung, halt offene Schuhe. Und ja, das muss halt alles nicht so viel sein wie früher. Früher war ich da viel, viel mehr so auch materialistisch und wollte auch immer sehr viel haben. Das hat sich irgendwie dann geändert. Eine Zeit lang habe ich sogar angefangen, so voll minimalistisch zu sein und habe voll viel einfach verkauft und so weiter. Es geht die ganze Zeit um Hugo, ne? Ja, Hugo ist ein Jack Russell und ist 8 Jahre alt mittlerweile. Jetzt, wo du von Schuhen redest, fällt mir ein, dass ich meine noch bemalen möchte. Leute, ich habe auch noch Schuhe bei mir im Schrank, also hier im Bastelzimmer, so neue Schuhe.
die ich bemalen wollte, aber das habe ich bis jetzt immer noch nicht gemacht. Das sollte ich vielleicht mal tun. Ich glaube, das wäre eine coole Video-Idee. Also es ist jetzt keine groundbreaking neue Video-Idee oder so, aber ich glaube, das würdet ihr cool finden. Irgendwie ist der Chat so, als ob, als wenn man ins Kino geht, einen Film aussucht und nach 5 Minuten schreit jeder, ich will aber den Film sehen. Und ich will jetzt den Film sehen. Könnt ihr mal das zeigen? Ja, das kenne ich. Das ist eigentlich relativ nervig. Ich hoffe, der Chat ist jetzt nicht nervig. Ich kriege ja jetzt nicht alles mit. Aber ihr wollt jetzt alle Hugo sehen. Hugo geht's gut, Leute. Hugo chillt draußen im Garten. Der chillt sein Leben. Manchmal hätte ich gern sein Leben einfach. Ich glaube, die Musik ist wieder ausgegangen. Es ist plötzlich so still. Ich mache sie sofort wieder an, Leute. Einen Moment. Ist zwar wieder das Gleiche, aber es passt schon, oder? Bis wann streamst du? Oh! Ich mache auf jeden Fall die Karten noch fertig. Also, ich denke mal so noch 20 Minuten oder so. Kannst du mal fasten? Ich habe tatsächlich letztens so ein bisschen Intervallfasten gemacht. Das ist natürlich nicht das Gleiche, aber schon ähnlich. Aber so richtig fasten, ich weiß nicht. Da muss man sich schon so richtig drauf einstellen, glaube ich. Aber könnte ich auf jeden Fall auch mal machen. Ich glaube, Fasten, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt das aus religiösen Gründen macht oder so, finde ich, es ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr gesund, wenn der Körper sich einfach mal so ein bisschen erholt und so, sich so ein bisschen regenerieren kann vom ganzen Essen. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Fasten sehr gesund sein kann, wenn man es richtig macht. Ich mache auch gerade Intervallfasten. Cool. Ich glaube, das ist momentan auch echt richtig so trendy geworden. So, dass halt viele halt auch darüber sprechen und viele erfahren jetzt erst so richtig darüber, also dass es sowas überhaupt gibt. Und es gibt ja auch übelst viele Apps und sowas darüber. Voll krass irgendwie. Lasse ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben mit den Outlines. Was sind deine liebsten Bastelmaterialien und Schreibzubehör? Leute, das weiß ich nicht. Es kommt immer drauf an. Was mag ich am allerliebsten? Das wechselt sich halt einfach immer ab, Leute. Ich kann es einfach nicht sagen. So, jetzt kommt wieder dieses satisfying Abziehen von dem Washi-Tape. Ich liebe das. Das sieht so cool aus jedes Mal, wenn da die Linie auch noch so perfekt ist.
Oh mein Gott. Oh nein! Da habe ich ein bisschen rumgesaut. Ist aber nicht so schlimm. Ich faste, obwohl ich 8 bin. Krass, ja. Ich habe tatsächlich mit 8, glaube ich, meine allererste Diät gemacht, aber die war nicht so toll. Meinst du auch realistisch? Im Moment nicht. Es kann aber sein, dass irgendwann mal so eine Phase kommt, wo ich das richtig feiere und das gerne machen möchte. Aber im Moment mache ich das eigentlich nicht. So. Und jetzt kann man da auch was reinschreiben. Je nachdem, was man möchte. Ich schreibe da jetzt einfach... Moment, ich habe jetzt eine Mama-Karte. Soll ich da einen Spruch reinschreiben? Oder auch Mama? Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ich am besten da reinschreiben soll. Mama oder ein Spruch? Trägst du lieber Jogginghose oder Jeans? Also jetzt in der Quarantäne trage ich lieber Jogginghose. So, wenn ich rausgehe, natürlich lieber Jeans. Aber ich trage allgemein auch nicht so gern Jeans. Ich bin mehr so der Rock- und Strumpfhosen-Typ. Oder Kleid und Strumpfhose. Spruch lese ich da. Okay. Gut, also ich mache jetzt erstmal hier weiter und ihr könnt ja noch reinschreiben, Mom, Mami, Mom. Ein Spruch, I love you. Oh, das ist auch cool. Spruch, Mom, Spruch bitte. Also die meisten schreiben Spruch. Ja, dann machen wir das auf jeden Fall. Was für ein? Kommt jetzt als nächstes. Ich trage immer Leggings. Ja, Leggings trage ich auch total gerne. Ist eigentlich auch cooler als Jogginghose. Ich mag Jogginghosen zwar, aber ich finde, die beulen an den Knien immer so aus. Und dann sieht die einfach nach einer Zeit immer nicht mehr so cool aus. Oder ich habe einfach nicht die richtige Jogginghose. Ich habe eine Jogginghose, die sieht tatsächlich auch nach ein paar Stunden Tragen noch gut aus. I love you für dich, Mama. Okay, also I love you habe ich jetzt schon öfter gelesen. Wie heißt die Musik? Das ist einfach eine Playlist auf Epidemic Sound. Ich habe keine Ahnung, wie das Lied heißt. Happy Mother's Day. I love you to the moon and back. Happy Mother's Day. Love you so much. Love what you love. Best Mom forever. Das finde ich auch süß. Können wir schreiben rein. Best Mom forever, das finde ich cool. Das machen wir. Das nehme ich auch, dafür nehme ich jetzt auch erstmal einen Bleistift. Best Mom forever. Oh, das muss ich relativ klein schreiben. Damit es auch reinpasst. Okay. Mom. Best Mom forever. No rain, no flowers. Den Spruch mache ich auch total gerne. Heißt es eigentlich Mom oder Mom? Mom. Das weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht. Ich glaube, das muss ich mal googeln. Normalerweise, ich weiß es meistens schon, aber ich lasse mich da immer total verunsichern. Deswegen muss ich immer alles doppelt und dreifach nachschauen. Ja, es heißt Mom. Mit O. Das habe ich mir jetzt eigentlich auch schon gedacht. Aber ich lasse mich da schon manchmal verunsichern, Leute.
passt nicht ganz drauf. Aber es ist okay. Es ist noch im Rahmen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das noch so machen, dann passt, also dann ist es so relativ zentriert. So, und das mache ich jetzt einfach auch mit dem Tombow, mit dem beschmierten Tombow. Oder ist der zu dick dafür? Ich bin mir nicht sicher gerade. Nee, das ist okay. Best. So. Das hat jetzt ganz viel Konzentration erfordert, Leute. Da kann ich dabei nicht reden. Ich habe heute Geburtstag. Oh, Happy Birthday! Das mache ich hier mal noch ein bisschen dicker. Ich finde, Sonntag ist einfach der beste Tag, um sowas zu machen, oder? So ein bisschen basteln und malen. Ich habe das schon immer total geliebt. Das Einzige, was ich immer am Sonntag doof fand, war, dass man am Montag schon wieder in die Schule gehen musste. Ich habe es so gehasst, einfach in die Schule zu gehen. Später dann irgendwann nicht mehr so, aber in der Grundschule zum Beispiel habe ich das total gehasst einfach. Weil ich halt einfach auch eine scheiß Lehrerin hatte, muss ich ehrlich sagen. Die hat mich einfach nicht gemocht und ich mochte sie auch nicht. Dankeschön. Habe mein XXL-Eis aufgegessen. Du! Das freut mich für dich. Ich habe auch noch ein Eis im Eisfach und das werde ich heute auch aufessen. ob ich an Gott glaube? Jein. Auf der einen Seite schon. Also ich glaube schon daran, dass es irgendwas gibt, was auf uns aufpasst. Und keine Ahnung, so eine höhere Energie oder so. I don't know. So richtig wissen können wir das ja nicht. Aber so, dass ich in die Kirche gehe oder an die Bibel glaube oder die, sowas, das ist nicht so mein Ding, muss ich sagen. Als Kind, also als kleines Kind, habe ich halt übelst oft gebetet. Also da habe ich halt echt noch voll arg an Gott geglaubt. Aber irgendwann war das halt einfach nicht mehr so. Ich weiß nicht warum. Aber, keine Ahnung, man hinterfragt dann halt einfach ein paar Sachen. Bitte nicht spammen, Leute. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht cool im Livestream. Ich würde die Schrift noch rosa schattieren. Können wir eventuell noch machen, weil sonst ist die Karte so arg grün-schwarz, oder? Überlege ich mir nochmal. Ich mache jetzt erstmal bei der Karte weiter. Kannst du mal Minecraft spielen? Also erstmal nicht.
weil ich bin jetzt im Moment noch total ausgelastet mit Sims und auch mit Animal Crossing. Ich hätte gar keine Zeit, auch noch Minecraft zu spielen und mir das beizubringen. Deswegen eher erstmal nicht. Ich grüße übrigens am Ende, Leute, und ich mache die Karten auf jeden Fall noch fertig, weil manche schon so fragen, wie lange noch, weil sie noch gegrüßt werden wollen, bevor sie gehen müssen wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Ciao an alle, die gehen müssen. Was wollt ihr eigentlich alle mal werden, wenn ihr groß seid? Oder keine Ahnung, manche von euch haben wahrscheinlich schon einen Job oder einen Beruf. Aber, oder was macht ihr momentan? Also, wenn ihr schon einen Job habt. Und was möchtet ihr werden, wenn ihr groß seid? Das würde mich total interessieren, Leute. Ich wollte immer irgendwas Kreatives werden. Ich habe immer irgendwie, eine Zeit lang wollte ich Comiczeichnerin werden. Dann gab es mal eine Zeit, da wollte ich Modedesignerin werden. Innenarchitektin. Einfach so viele kreative Sachen. Also es war immer was Kreatives, eigentlich nie was anderes. Tierärztin, Modedesignerin, YouTuberin, Lehrerin, Tierärztin. Habe ich, glaube ich, schon vorgelesen. Oder ist das hier eine andere Person? Eine Ausbildung zur Raumausstatterin. Das habe ich auch gemacht. Irgendwas mit Marketing, Manga-Zeichnerin. Ballerina, Polizistin, Mediendesigner. Oh, mein Handy klingelt. Ich muss mir immer einen Wecker stellen, damit ich weiß, wann ich essen kann. Weil manchmal esse ich dann viel zu spät, wenn ich es nicht rechtzeitig mache. Schneiderin, Ärztin, Grafikerin, Lehrerin, irgendwas mit Innenarchitektur. Apothekerin. Ey, mega cool. Das sind ja übelst unterschiedliche Berufe, die ihr da schon aufgeschrieben habt. Das ist echt krass. Ich finde es total wichtig, dass man immer so danach strebt, das zu machen, was einem Spaß macht. Ich weiß, das ist trotzdem in unserer Gesellschaft nicht immer leicht, das rauszufinden, was man gerne mag. Weil man irgendwie manchmal von seiner Familie oder von irgendjemandem, keine Ahnung, irgendwie irgendwo hingepusht wird, weil sich andere Leute für einen irgendwas anderes wünschen oder so. I don't know. Aber ich finde, man muss auf jeden Fall... Jetzt habe ich schon wieder geschmiert. Egal, das verdecken wir noch. Man muss auf jeden Fall immer das machen, was einem Spaß macht. Vor allem im Beruf, da verbringt man einfach so viel Zeit, eigentlich, keine Ahnung, so viel Zeit, so viel Lebenszeit und so viel Lebensenergie. Also verschwendet man da. Muss jetzt nicht verschwenden sein, aber ihr wisst schon. Und das muss dann auf jeden Fall etwas sein, was einen erfüllt oder einem Spaß macht oder irgendwas, was man richtig gut kann, dass man nicht seine ganze Energie dafür aufwenden muss, um dann wenigstens noch ein bisschen Energie für die Dinge zu haben, die man wirklich gerne macht oder so.
Ja, ist auf jeden Fall super wichtig. War mir auch schon immer sehr wichtig. Deswegen habe ich so viele unterschiedliche Sachen schon gemacht. Ihr seid so süß, Leute. Danke für die Komplimente. Lehrerin? PS ist das Handy meines Vaters. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du nicht Jürgen heißt. Reiterin, Air Force Pilot, cool. ich habe mal zwei Fragen. Wie heißt du auf Snap und wie heißt dein Shop? Ich habe keinen Snapchat. Ich habe nur Instagram und ich habe TikTok und auf Instagram heiße ich unterstrich Foxy unterstrich Draws und auf TikTok heiße ich einfach nur Foxy Draws. Und mein Shop heißt www.foxydraws.de. Model. Das wollte ich auch mal eine Zeit lang werden. Da, wo Germany's Next Topmodel rauskam, fand ich das halt mega cool, weil die halt auch so kreative Shootings gemacht haben und so. Und ich fand es halt einfach mega cool. Und dann wollte ich auch Topmodel werden, aber ich bin viel zu klein. Viel zu klein dafür. Erstens. Zweitens, ich hätte keine Lust drauf, die ganze Zeit auf mein Aussehen reduziert zu werden. Also, ich finde, Model ist auf jeden Fall ein richtig cooler Job trotzdem, wenn man das gut machen kann und wenn man damit umgehen kann, dann ist es auch mega gut. Und wenn man auch dafür so geeignet ist. Aber für meine Persönlichkeit war das einfach nichts. Ich bin eine viel zu zarte Blume dafür. Guckst du Germany's Next Topmodel? Wenn ja, wer ist dein Favorit? Ich habe die letzte Staffel angeguckt, aber die jetzige schaue ich nicht. Läuft jetzt momentan überhaupt eine Staffel? Weiß ich gar nicht. Aber jetzt die, wo jetzt gerade eben war, ja, die schaue ich nicht. Und ich weiß, ich kenne die ganzen Kandidatinnen nicht. I don't know. Diesmal habe ich es irgendwie verpasst. Es hängt immer so ein bisschen davon ab, ob ich die erste Folge gesehen habe oder nicht. Wenn ich die erste gesehen habe, dann kann es schon manchmal sein, dass ich dann auch das Ganze verfolgen möchte. Aber diesmal habe ich das halt einfach verpasst und dann war es das einfach. Ansonsten schaue ich eigentlich kein Fernsehen, deswegen. Dass ich dann aus Versehen drauf hängen bleibe oder so, das kommt eigentlich nicht in Frage. Also ich müsste das schon so richtig planen, wenn ich das auch wirklich anschauen möchte. Ja. Früher habe ich voll viel Fernsehen geschaut, aber mittlerweile irgendwie gar nicht. Ist irgendwie nicht mehr so mein Ding. Schaut ihr viel fern? Was ist dein Lieblings-Sims-Pack? Uff, das ist eine schwierige Frage. Ich finde, in jedem Pack gibt es irgendwas, was irgendwie richtig
cool ist. Also ich finde, also das Inselleben hat mich jetzt schon sehr impressed. Also ich fand das schon ziemlich cool. Also die ganze Insel und so, dass man da schwimmen kann und alles halt. Also da gibt es so viele neue Sachen, die man entdecken kann und so. Also das finde ich auf jeden Fall ein mega cooles Pack. Stadtleben oder Großstadtleben oder so finde ich auch mega cool. Ich könnte euch gar nicht sagen, was mein Lieblingspack ist. Eigentlich fast alle, die ich mir bis jetzt geholt habe. Bei Jeremy's Next Top Model gibt es eine Anastasia. Das habe ich schon mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Bis wann streamst du? Oha, bin ich jetzt schon eine halbe Stunde drüber. Nicht mehr lange, bis ich alles fertig gemacht habe. Also damit bin ich fast fertig. Ich wollte nur noch so einen rosa Schatten machen, weil es manche sich von euch gewünscht haben. Und das mache ich noch geschwind fertig und dann sind wir fertig. Oh mein Gott, Leute, ich bin mal wieder so richtig lang hier. Aber es gibt ja manche von euch, die sich das tatsächlich wünschen. Für manche ist es zu lang, aber die sind dann auch heute, also die sind auch ein bisschen früher rausgegangen. Was ja natürlich auch nicht schlimm ist. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, einfach hier mit euch zu sitzen und zu malen. Und dann finde ich es auch nicht schlimm, ein bisschen länger live zu sein. Ich schaue Disney Plus. Davon habe ich auch schon gehört. Das ist natürlich auch sehr interessant. Da sind dann auch die ganzen Disney-Filme und so weiter, ne? Das klingt natürlich sehr verlockend, dass man sich das mal holt. Aber ja, ich habe eben auch Netflix und Amazon Prime. Und keine Ahnung. Du musst mal ein ASMR drehen. Du wirkst so entspannend, echt. Oh, danke schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich bin Trauzeugin. Ups, das ist schon so ein bisschen ausgeleitet, aber steht Trauzeugin drauf. Und fange demnächst auch ein bisschen an, die Hochzeit so ein bisschen noch mehr zu filmen, wo ich dann auch mich so ein bisschen in den Planungsprozess mit integrieren kann. Und ich habe jetzt heute so eine richtig coole Idee gehabt für die Kids. Ich mache für die auch so ein Malbuch, also so ein extra Malbuch für Kinder. Passend zu der Hochzeit. Keine Ahnung, man kann sich da so richtig austoben. Ich glaube, ich zeige euch auch vielleicht, wenn ich darf, so nach und nach, was ich alles mache für die Hochzeit, so basteltechnisch und so. Ich freue mich da schon mega drauf. Vor allem, weil ich nicht weiß, ob ich jemals eine große Hochzeit feiern würde. Weil, keine Ahnung, ich glaube, das ist einfach gar nicht mehr so mein Ding, das zu machen für mich. Aber dafür kann ich mich dann so voll austoben, was meine Freundin angeht. Da kann ich halt eben bei ihr so ganz viele Sachen machen. Ich glaube, ich würde mittlerweile so mehr so im kleineren Kreis feiern. Ja, jetzt habe ich einen viel zu dicken Pinsel. Das sieht nicht gut aus. Ich habe goldene Farbe und einen viel zu dicken Pinsel. Vielleicht geht der da. Ist der besser? Ich grüße am Ende, Leute. Bitte nicht rein spammen. Das ist nervig. Schreibt was Interessantes rein in den Stream. Das ist viel besser. So, ich mache jetzt so ein paar goldene Details rein.
verdecke hier meinen kleinen Fehler, den ich gemacht habe, wie ich rumgeschmiert habe. Die Musik ist schon wieder ausgegangen. Es ist wieder so ruhig. Kannst du eine Verlosung machen? Kann ich mal wieder machen irgendwann. Bin Steinbock. Ah, habt ihr gefragt, was für ein Sternzeichen ihr seid? Genau, was für ein Sternzeichen seid ihr denn? Und glaubt ihr an Horoskope? Wo hast du denn Haare? Ja, der ist voll schön. H&M. Aber gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Das ist schon ein Jahr her, wo ich den gekauft habe. Ich bin übrigens vom Sternzeichen Jungfrau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Sternzeichen zu mir passt. Irgendwie schon ein bisschen. Aber irgendwie auch nicht. Es wird nämlich überall immer so ganz groß geschrieben, dass man übelst ordentlich ist und so. Und mir fällt das total schwer, ordentlich zu sein, weil ich einfach voll der Chaot bin. Ich liebe Ordnung. Aber ich kann sie nur sehr, sehr, sehr schwer halten. So. Dann sind wir damit eigentlich auch schon fertig. Man könnte jetzt mit einem weißen Gelstift noch ein paar Sachen machen, so kleine Pünktchen. Dann sieht das vielleicht noch ein bisschen cooler aus. So geht es mir einfach immer beim Basteln, auch wenn ich Videos mache oder so. Meine Videos sind ja eigentlich immer voll kurz, also ich versuche die relativ kurz zu machen, damit ihr einfach nicht so schnell gelangweilt seid und damit ihr so viel wie möglich vom Video auch anschaut. Aber wenn ich dann halt auch tatsächlich bastle oder male, das dauert einfach immer Ewigkeiten, weil ich da halt immer mich so verkünstle und dann fällt mir da noch was ein, was ich machen könnte und hier und da und das ist einfach immer so. Aber ich finde, das ist halt auch das Coole am Basteln, dass man das halt machen kann. Da kann man sich so richtig drin verlieren. Und das ist halt einfach so richtig meditativ. Und wie wir wissen, ist Meditation auch sehr gesund übrigens. Ist mittlerweile bewiesen. Waage, Skorpion, Löwe. Löwe, Stier, bin Schütze. Cool. Ja, passt euer Sternzeichen zu euch oder eher nicht so? Findet ihr, ein anderes Sternzeichen passt irgendwie besser zu eurem Charakter? Hat der Name deines Hundes eine Bedeutung? Nein. Der Hund hieß vorher schon so, als mein Freund ihn gekauft hat, hieß er schon Hugo. Und zwar hieß er Hugo Boss. Und ja, mein Freund hat ihn halt einfach nur Hugo genannt. So. Dann haben wir die Karte auch schon fertig. Das heißt hier schon. Seht ihr, jetzt haben wir gar keine Pailletten oder keine Konfettis gebraucht. Ich habe die einfach nur so mit aufgeschrieben, weil hätte ja sein können, dass wir das irgendwie noch draufkleben. Könnt ihr immer noch machen übrigens. Waage, Skorpion und es passt richtig gut zu mir. Das ist natürlich lustig, wenn es da richtig passt. Ich bin Fische, passt gut zu mir. Cool. Löwe passt gut zu mir. Cool, Leute. Ich wüsste jetzt eigentlich auch nicht, was für ein Sternzeichen besser zu mir passen würde als Jungfrau. Deswegen passt Jungfrau, glaube ich, eigentlich auch ganz gut zu mir. Löwe passt voll. Cool. Mittelmäßig. Ich bin seit Ostern Vegetarier. Mega cool. Schade, dass Marvin nicht da ist. Ja, das wäre jetzt cool, wenn die jetzt hier dabei wäre und mit mir basteln würde. Das würde ich richtig feiern. Ich finde es voll schade, dass hier, wo ich wohne, nicht so viele YouTuber sind. Das wäre voll cool, was mit denen mal zu machen oder so, oder öfter mal zu basteln. Das wäre so richtig cool, wenn ich so um die Ecke oder so jemand wohnen hätte,
also keine Ahnung, um die Ecke, kann man das so sagen, um die Ecke, über die Straße, I don't know, auf jeden Fall halt jemand, mit dem man viel machen könnte. Das würde ich richtig feiern. YouTuber sein kann schon manchmal richtig einsam sein. Ich bin nicht einsam, Leute. Ich liebe es, allein zu sein. Und ich habe Banane, ich habe meine Familie und Freunde. Aber wie gesagt, ich wünschte mir echt jemanden, mit dem ich so ein bisschen das zusammen machen könnte. Ich weiß zwar nicht, ob ich damit klarkommen würde. Ich bin schon eigen, aber ja. Ja, Kali Cassie wohnt in der Nähe, aber auch nicht so in der Nähe. Also es ist schon etwas weiter weg trotzdem. Ich meine jetzt wirklich so nachbarschaftsmäßig. So, ich glaube, ich habe alles gemalt, oder? Ich bin fertig. Best Mom ever. Dann haben wir hier unsere Blumen. Da kann man noch irgendwas draufschreiben, wenn man möchte. Muss man aber nicht. Da kann man irgendwas reinmachen oder eine Karte reinmachen. I don't know. Wann hast du Geburtstag? Ich habe am 5. September Geburtstag. Können wir über Sims reden? Moment, jetzt schreiben ganz viele. Ich habe eine Frage. Nee, also in dem Stream reden wir jetzt, glaube ich, nicht so viel über Sims. Erst wenn wir wieder Sims spielen. Es wäre voll krass, wenn Kali Cassie auch dabei wäre. Stimmt. Jungfrau passt zu mir. Cool. In welchem Bundesland wohnst du? In Baden-Württemberg wohne ich. Sind deine Haare gefärbt oder nicht? Meine Haare sind gefärbt, aber eigentlich ist meine Naturhaarfarbe gar nicht so weit entfernt von der hier jetzt gerade im Moment. Sie sind nur ein bisschen gefärbt. Aber wenn ich sie so knallrot habe, sind die natürlich arg gefärbt. Aber jetzt im Moment ist es eigentlich schon relativ ähnlich. Oha, meine beste Freundin hat auch am 5.9. Cool. Mega cool. Kannst du Kali Cassie fragen, ob ihr vielleicht mal was zusammen machen könnt? Ja, wir machen auf jeden Fall was zusammen. Wir haben sogar schon mal drüber gesprochen. Aber jetzt mit dem ganzen Lockdown und so geht das natürlich nicht. Und wenn, dann muss man halt schon so eine richtige Kooperation machen, dass man sich auch sieht und so. Vor allem, wenn man halt so relativ nah aneinander wohnt. Genau. Vielleicht kommt da irgendwann mal was. Schenkst du das deiner Mutter? Eins davon bestimmt. Oder vielleicht auch beides. Was ist deine Lieblingsserie? Oh, ich habe viele Lieblingsserien. Ich habe, vor allem mag ich gerne Pretty Little Liars. Ich habe letztens eine Serie für mich entdeckt, also erst vorgestern oder so. Die Serie heißt, Moment, Never Have I Ever oder Ich hab noch nie oder so. Die fand ich mega cool. Atypical fand ich cool. Sex in the City. Aber ich glaube, das ist für die meisten von euch nichts. Das ist ein bisschen für Ältere. Gossip Girl, also alle so Mädchenserien liebe ich total. Also so Mädchenserien, ihr wisst schon. Meine Lehrerin hat am 5.9. Cool. Schminkst du dich eigentlich viel oder wenig? Ich schmink mich relativ wenig. Also ich nehme eigentlich nie Make-up auf meine Haut, nur hier so ein bisschen Concealer, weil wenn ich Make-up benutzen würde, Leute, ich habe so empfindliche Haut, ich würde direkt überall Pickel bekommen. Also klar, wenn ich einmal Make-up benutze, macht das nichts, aber wenn ich das halt wirklich mehrmals die Woche drauf machen würde, ich würde halt einfach übelste Pickel bekommen. Deswegen mache ich es einfach nicht und deswegen habe ich auch eine relativ reine Haut dafür. Also ja, lieber schminke ich mich weniger und habe dafür reine Haut. Also meine Augen schminke ich natürlich, das seht ihr ja.
Never Have I Ever habe ich auch angefangen. Ich finde die Serie voll cool, oder? Findet ihr nicht auch? Riverdale finde ich auch geil. Und Stranger Things. Ja, auch mega cool. Gilmore Girls finde ich ist so eine Serie zum Nebenbei anschauen. Die finde ich auch richtig cool, so zum Chillen. Die schaue ich total gerne, wenn ich irgendwie krank bin oder so. Oder, I don't know. Ich schaue auch total gerne so alte Zeichentrickfilme an, wenn ich krank bin. Da mag ich das am liebsten. Lieblingsfilm. Mein Lieblingsfilm ist... das ist schwierig zu sagen. Ich... keine Ahnung. Lieblings ist immer so eine Sache. Es kommt halt immer so ein bisschen auf die Laune an. Ich mag Frühstück bei Tiffany's. Habe ich schon 1000 Mal angeschaut. Könnte ich mir jedes Mal angucken. Den Film... Also beide Filme von Sex and the City mag ich total gerne. Habe ich auch schon 1000 Mal angeguckt. Dann... ja, keine Ahnung, ich kann es euch nicht sagen. Es kommt immer drauf an. Haus des Geldes haben wir auch angeschaut. Haben wir auch direkt durchgesuchtet, die neueste Staffel. Kannst du bitte bald aufhören? Ja, Leute, ich höre bald auf. Aber ihr fragt so viele Sachen. Lieblingsfarbe. Habe ich schon beantwortet heute. Okay, Leute, gut. Ich höre einfach mal auf. Nicht, dass irgendjemand noch sauer auf mich ist, ich halt nicht mehr zum Grüßen gekommen bin. Ich wünsche euch übrigens ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Durchhalten beim Fasten. Ich habe schon gemerkt, ganz viele sind am Fasten. Und wir sehen uns bald wieder, Leute. Ich komme immer wieder live auf Foxy Wonderland. Das ist mein Gaming-Kanal, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da quatsche ich auch immer mit euch, beantworte Fragen und grüße jedes Mal am Ende. Und natürlich auf meinem Twitch-Account, der ist noch relativ neu. Das heißt, da findet nicht so viel Aktivität im Chat statt. Das heißt, ihr könnt alles Mögliche fragen dort. Und das wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich gesehen. Also Twitch. Foxy Wonderland. Und jetzt grüße ich noch. Liebe Grüße Lea. Liebe Grüße Johanna. Liebe Grüße Annalena. Sophia. Evelina. Lisa. Jenny. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hannah Montana. Ich glaube, das ist nicht dein richtiger Name, oder? Oder doch? Liebe Grüße, Frieda. Liebe Grüße, Havra. Oh mein Gott, jetzt ist es ein bisschen zu schnell. Moment, jetzt muss ich kurz mal hier. Liebe Grüße, Lotte. Liebe Grüße, Pauline. Isabel Schmidt. Chiara. Spricht man deinen Namen Lean aus? Lean? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Magdalena, Josefa, Kim, Wiebke, Aifa, Hanna, Jessica, Anni, Maya, Zoe, Michelle, Jasmin, Simone, Pauline, Allegra, das ist ja ein richtig besonderer Name, Ronja, Lotta, Kim, habe ich Kim schon? Lauren, Sophia, Nia, Nathalie, Tanja, Helena oder Helena, Carina, Vorasa, Ida, Maggie, Isabel, bin das Eismädchen, ja, ich weiß, Michelle ist das Eismädchen, Jasmin, Julia, ähm,
Nina, Nelly, Marcella. Okay, Selina. Ich glaube, ich habe jetzt... Okay, Ellie und Lilly habe ich noch nicht. Sina, Lilu, Nuria. Sorry übrigens an alle, die ich, also wenn ich euren Namen falsch ausspreche oder so, tut mir voll leid. Joy, Fiona, Katrin, Julia, Kevin. Hermine. Okay, ich glaube, Letizia habe ich noch nicht. Okay, aber ich glaube so 90% von euch habe ich auf jeden Fall schon gegrüßt. Okay, Lia habe ich noch nicht. Aber sonst habe ich, glaube ich, so gut wie alle gegrüßt. Und falls nicht, tut es mir natürlich leid, aber dann könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal gegrüßt werden. Ich wünsche euch noch eine wundervolle Zeit, Leute. Ich hab euch lieb. Ciao. Ich beende mal den Stream. Bis dann, Leute. Ciao. Okay, Vivian habe ich jetzt noch gesehen. Das habe ich noch nicht gesehen. 10 Stunden später. Ja, ich gehe jetzt. Ciao. Danke, dass ihr dabei wart. Das war richtig, richtig schön. Und bis dann.